Hallo Orchideenfreunde, heute möchte ich euch das Umtopfen und das Teilen einer Kattelei zeigen. Die Pflanze ist in zwei Richtungen bis zum Topfrand gewachsen und möchte nun geteilt werden, damit jede einzelne Pflanze wieder ihr eigenes Gefäß bekommt und kräftig einwurzeln kann. Zuerst durch die Etiketten verwahren, die alte Binderei entfernen und dann knete ich den Topf, um die Wurzeln zu lösen, kräftig durch. Versuche diese Wurzel zu retten. Es ist eine frische Wurzel, die muss man unbedingt erhalten. Gut durchkneten, bis sie sich aus dem Topf entfernen lässt. Jetzt entnehme ich die Pflanze. Man sieht, sie ist gut durchgewurzelt, sehr viel frische Wurzeln. Das Substrat ist auch schon leicht angerottet. Ich entferne komplett das alte Substrat. Das ist die Rückseite der Pflanze. Um mich vorarbeiten zu können, muss ich alle diese Wurzeln öffnen. Das sind die Wurzeln der Neutriebe, die hellen. Und die alten Wurzeln sind schon etwas schwammig. Diese müssen alle entfernt werden. Um an den alten Wurzeln heranzukommen und einen gezielten Schnitt zu setzen, schneide ich die Pflanze hier durch. Jetzt löse ich das erste Teilstück und entferne altes Wurzelmaterial. Diese Wurzeln sind in Ordnung. Dieses Teilstück ist bereit zum Topfen. Ich lege es beiseite. Damit das zweite Teilstück gut im Topf hereinpasst, setze ich einen zweiten Schnitt. Und entferne am zweiten Stück altes Wurzelmaterial. An dieser Pflanze sieht man ganz deutlich, dass die hellen Wurzeln die neuen sind, von der die Pflanze in dieser Vegetationszeit lebt. Alle alten Wurzeln, die schon etwas dunkler
und schwammiger sind, kann man entfernen. Sie haben nur noch die Funktion, die Pflanze an ihrer Unterlage festzuhalten. Also entferne ich alles alte Material. Diese Pflanze ist jetzt bereit, getopft zu werden. Ich nehme einen gereinigten Topf und tue eine Handvoll Substrat, Pinienrinde und Holzkohlestücken, die sehr grob sind, als Drainage. Diese Holzkohlestücken sind ganz normale Grillkohlereste. Dann nehme ich die Pflanze und setze sie in den Topf. Dabei durch sämtliche Wurzeln in den Topf hereinsetzen. Beim Setzen muss man beachten, dass der hintere Teil der Pflanze am Topfrand anliegt, da die Wuchsrichtung der Orchidee in dieser Richtung ist. Also, damit sie maximal Platz für die Zukunft hat, bis am Topfrand die Orchidee setzen. Jetzt halte ich sie mit der linken Hand hier hinten fest, fixiere damit die Höhe. Jetzt fülle ich den Topf mit Substrat. Fülle ein und klopfe leicht. Nehme eine Weitrand-Orchideensubstrat und tu nur schüttelnd und klopfend das Material einfüllen. Dabei muss ich diese Hand ganz fest am Topfrand fest fixieren. Große Brocken kann man entnehmen, damit die kleineren schüttelnd muss das Material sacken. Diese Pflanze ist fertig getopft. Jetzt bekommt sie noch ihr Schild, um Verwechslung vorzubeugen. Jetzt bekommt sie einen Übertopf. Der Ideal ist natürlich ein Orchideentopf, damit die Pflanze nicht unten im Restwasser beim Gießen steht. Es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit, indem man einen groben Schaumstoff unten im Topf hereinlegt, worauf dann die Pflanze steht. Die weitere Pflege einer getopften Pflanze beschränkt sich darauf, dass man sie an sehr warmen Tagen nur etwas mit einem ganz feinen Nebel übersprüht. Sie darf die nächsten 14 Tage weder gegossen noch getaucht werden. Dazu nehme ich die Pflanze auf und neble sie ganz fein ein. Das war's zur Kartleienteilung.